Puh, 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 puh. Wer ist F? Wer ist Alphabetlor? Wer ist Numbalor? Ich bin Denno, der Unzerstörbare. Und ich sage herzlich willkommen zu einer Folge Alphabetlor, Numbalor und alles mögliche. Digga, ich habe gerade Kreislauf ohne Ende, weil ich so ausgerastet bin. Okay, ich bin wieder da. Freunde, es wird heute mega wild. Wir spielen den nächsten Part und werden eine extrem kranke Armee aufbauen. Falls ihr das Game feiert, lasst ein Like da und helft mir bitte zu den 250.000 Abonnenten. Super wichtig, denn ich möchte sie im Dezember noch erreichen. Abonnieren ist kostenlos, die Glocke aktivieren ebenso. Küsschen. Viel Spaß, wir gehen rein. So, meine Freunde, ich habe 22,3 Millionen. Eine weitere 5, ein weiteres E. Wir werden mit F in den Ring gehen. Und ich sage mal so, F steht für, verdammt nochmal, bist du tot. Okay, ich weiß, wie es geschrieben wird, Leute, aber ihr wisst ja, ich rede immer gerne unnützes Zeug. Also, wir werden jetzt nur Range-Units reincashen. Wir werden so hart übertreiben. Wir werden den Gegner überrumpeln mit unserer Macht. Und wir gehen hier mit 2 Dreier noch rein und können das Game jetzt erstmal ganz entspannt zocken. Und die 5er, Junge, die sind big. Und man sieht schon, Game hat absolute Grafikprobleme, weil meine Macht einfach zu riesig ist. Ich bin nämlich the unbelievable Winner Denno in diesem Game. Ihr könnt nichts tun gegen mich. Wenn ich möchte, mache ich hier heute auch noch 6 Fs. Wenn ich will, mache ich vielleicht auch 10. Völlig egal. Ich kann tun, was ich will. Und ihr werdet sehen, das wird eine absolute Machtdemonstration. Wir werden mal schauen, was sich hier heute mit unserem Geld so ein bisschen machen lässt. Wir werden mal ein paar Ace kaufen, weil ich würde gerne 2 Es heute zumindest neben dem F kombinieren wollen. Da haben wir schon das erste. Wir gehen mal weiter. Wir haben jetzt soweit erstmal einen C und wir machen in der Mitte noch einen Placeholder, damit die 3 nicht so schnell angegriffen werden. Und es geht rein. Und hier, easy win. Gerade auch das E hat sehr viel ausgehalten. Das F hat einfach auch zu viel Leben. Und ihr seht schon, ne? Die Dimension kickt schon wieder so rein. Ja, ich liebe das Game. Ich liebe dieses Spiel. Das Spiel ist wirklich gut geworden. Wenig Werbung, keine Problemas, alles ist cool. Und wir nehmen immer Fernkampf-Unit, Leute, weil die immer teurer ist. Wir wollen Fernkampf pushen. Es geht weiter. Wir pushen jetzt hier rein. Er macht schon eine 5. Hm? Okay, du machst eine 5. Du denkst, du bist krass? Du denkst, du bist krass oder was? Dann komm jetzt wohl ich. Ich will hier ein D haben. Wir gehen an der Seite noch mit einem A. Wir müssen hier noch ein paar Nullen davor legen, Leute. Damit wir unsere Fernkämpfer schützen können. Eine Linie vor den Fernkämpfern mit Nullen sollte Sinn ergeben. Das ist natürlich auch ein bisschen alles im Blick behalten, aber ich denke, das wird easy. So, wir stellen mal auf. 4 Nullen stehen. Das ist gut. So wird's bleiben. So lassen wir's. Und die sind einfach nur da, dass die Fernkämpfer noch länger durchzünden können. Und auch hier das F, Junge. Ich reiß die so auseinander, Mann. Ich habe die Macht in Monster Merch. Man darf sich auch mal mächtig fühlen bei so. Das tut auch gut. So. Und wenn wir hier zu viele von den Nullen haben, machen wir daraus halt einfach ein paar Einser, weil wir's können. Weil wir's können. Oh ja, wer sind die 5er da hinten? Wer sind die? Keine Ahnung, wer die sind. Seht ihr das? Smackdown, Digga. Bam. Kann man die Kämpfe beschleunigen? Ist das möglich? Werden wir das gleich mal angucken, Leute. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal ein Bonus-Level. Und ich weiß auch schon, wie wir das direkt angehen, dass wir alle Es mitkriegen. Wir haben 12er E. Ah ja, tatsächlich. Wir können 2-fache Geschwindigkeit bei den Kämpfen machen. Das ist gut zu wissen. Ich finde das eigentlich persönlich gut, wenn die Kämpfe ein bisschen spannender werden, dass man natürlich normale Geschwindigkeit hat. Aber wir kommen dann auch so ein bisschen schneller durch das Game durch. Das ist natürlich optimal. Und wir können hier erstmalig die 3er in Angriff nehmen. Und wie wäre es, wenn wir einfach... Ja, wir tun es, oder? Nehmen den 4er hier hin, den 2er da rein. Und wir werden... so spielen. Das wird unsere Road to Go. B wäre jetzt natürlich auch noch sexy, wenn wir das hätten. Aber machen wir erstmal noch nicht. Wir gehen erstmal rein. Guckt es an, ne? Alter, wir haben den Kampf gerade so wegrasiert. Absolut durchgestompt. Die Kohle, die wir auch kriegen und den Vorteil, den wir derzeit haben, der ist enorm. Dadurch, dass ich natürlich noch mal ein bisschen reingegrindet habe und so. Wir gucken mal, was können wir jetzt hier machen? Wir können ein auf eine 6 pushen. Oh, Junge, was ist das für eine gottlose Zahl? Alter! Alright. Keep on rolling. Wir machen weiter. Wir werden daraus schon mal ein C machen. Wir brauchen nur noch ein B und dann haben wir theoretisch noch ein zweites F. Wir gucken mal, wie weit geht's.
Wir können F, oh, können wir auch noch machen. Und die Zahl geht bis 7, 8, 9, 10. Gibt es hier eine 10? Das wird zu krass. Die unbändige Macht wird immer unbändiger. Und wie man sehen kann, Leute, also wir grinden hier gerade so hart durch. Wir machen so viel Kohle. 68 Mille nehmen wir mit. Ich nehme an, dass ich momentan unaufhaltbar bin. Es tut mir echt sehr leid. Eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid, Leute. Ich hätte halt nur gerne noch eine... Ja, also vielleicht schaffen wir es heute so knapp zu dem Fünfer oder so. Ich würde aber auch gerne schon ein zweites F haben. Wir werden also jetzt erstmal pushen. Wir sind jetzt, glaube ich, sogar schon in der Lage, ein zweites F zu machen, wenn ich mich richtig entsinne. Oh ja, sind wir. Sehr gut. Okay, wir haben eine Menge Fs da vorne. Und werden jetzt nochmal... Ah, okay. Geld reicht nicht. Werden auf jeden Fall gleich nochmal ein A daneben bauen, dass wir vorne die Reihe fertig haben. Und ihr seht schon, eigentlich war das schon ganz schön knapp dafür, dass es hier zwei Fs gegeben hat. Da muss man schon sagen. Die Vierer ballern halt gut. Aber nichtsdestotrotz, unsere Sechsen sind halt auch ziemlich gut unterwegs. Wir machen das erstmal so. Das dürfte reichen. Dann sorgen wir dafür, dass wir zumindest jetzt erstmal wieder in der Nähe von einer zweiten 6 kommen, damit wir unsere 7ers, also damit wir eigentlich die 7er und das, was nach F kommt, beim nächsten Mal bauen können. Weil wir werden wahrscheinlich pro Folge immer nur ein einziges Upgrade noch schaffen. Aber es ist kein Ding, der hatte 3 F. Bro! Ist es dein Ernst? Mach nicht diesen, Bro, mach nicht diesen. Ja, nützt nichts. Wir müssen erstmal diese Tour hier fahren. Wir gucken einfach mal, wie es wird. Die Fs haben auf jeden Fall noch ordentlich zu tun. Ja, ey, Bro, ich habe einfach zu viele Fernkämpfer am Stissel und 110 Mille, das kannst du mal nicht einfach so wegstecken, ne? Gerade auch, also Units kaufen, komplett locker. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie machen wir es? Wir müssten hier anfangen und dann so. Genau, und dann sind wir so. Und damit haben wir das F-Stufe 13 und sind... Da auf jeden Fall auch schon durch. Sehr gut. Okay, ich denke mal, wir werden jetzt gleich 150 Millionen haben, so, ne? Oder sogar 170 Millionen. Das ist ziemlich strong. Wir könnten halt mehr holen, aber brauchen wir aktuell nicht. Wir sind so gut im Rennen, Leute. Ich werde mal hier unten dafür sorgen, dass wir mehr Verstärkung reinbekommen. Einen können wir noch. So bleiben wir. 4 E's. Strong. Aber nichts dagegen mich. Wir haben jetzt tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, vielleicht sogar schon eine 4 in der Tasche. Bräuchten halt noch eine 4. Ich schätze mal, da bräuchten wir ungefähr 400 Millionen für. Aber prinzipiell sollte die Verstärkung hier ja hinkommen. Sehr gut. So, wir hätten noch eine 2. Dann hätten wir schon mal eine 4 am Start. Ich werde das mal machen. Wir werden jetzt mal merchen. Wir gehen mal hier rüber, weil wir natürlich auch irgendwie jetzt gucken wollen, dass wir die andere 4 dazu kriegen. Dafür bräuchten wir, glaube ich, noch, wenn ich das richtig gesehen habe, 7 Nullen. 7 Stück müssen wir jetzt dafür noch kaufen. Dann hätten wir 2 Sechser, 2 Fs und dann sind wir für, denke ich, die zukünftigen Runden ziemlich gut gewappnet, weil wenn der jetzt irgendwann mit einer 7 kommt oder so, dann komme ich. Sehr geil. So machen wir's. Wir gehen weiter rein. Oh, Leute, ich bin momentan unaufhaltsam. Wir grinden dieses Game unglaublich krass durch. Mit 194 Millionen ist das, müsste hinkommen jetzt. Das müsste hinkommen. Wir haben genug. Perfekt. So gefällt mir das doch. Nein, immer noch nicht. Es fehlt uns noch eine 1. Mit einer 1 sind wir dann bei 2 Sechser angekommen. Die beiden F sind auf jeden Fall auch schon dead gewesen. Ah, wird knapp langsam, aber noch sind wir im Lead. Es wird irgendwann so sein, wir werden wieder einen harten Abfall kriegen. Also es wird irgendwann so sein, dass wir Probleme kriegen werden. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Wir haben jetzt erstmal 2 Sechsen. Und wir müssen jetzt erstmal die Mitte wieder mit Nullen füllen. Und hier packen wir ein paar Airs rein. So, und jetzt haben wir 4 Fs. Es wird interessant. Es wird interessant. Wir gucken, was passiert. Wir sind noch durchgekommen, weil wir 2 Sechser haben, die sehr krass sind. Und weil wir hinten gut aufgestellt haben. Aber in der Mitte wurde nichts attacked. Das war absolut unsafe gerade. Ergo müssen wir tatsächlich gleich mal gucken, dass wir hinten noch ein bisschen verbessern sozusagen. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen Blue. Ja, das können wir hier natürlich nochmal wieder ordentlich skippen. Aber jetzt werden die Kämpfe im Hauptgame auf jeden Fall deutlich schwieriger. Das Ei brauchen wir nicht. Was soll da auch drin sein? Ich habe eh schon die OP-sten Charaktere gerade am Start, ne? So, wir werden die Frontline jetzt verstärken.
Es nützt nichts. Wir müssen vorne definitiv mal was machen. D haben wir jetzt. Wir haben einfach auch zu viel Kohle jetzt hier, ne? Deswegen. So, das merkt man auf jeden Fall schon, dass sich die Frontline hier verstärkt. Sehr gut. Und die 5 wurde auch noch abgeräumt. Nice, nice, nice. Wir sind weiter im Game drin. Was meint ihr, Alter? Wie lange werden wir es durchhalten? Wir sind momentan auf so einem unglaublichen Run. Wir haben ein einziges Mal einen Stuck gehabt. Dann habe ich ein bisschen reingeloadet. Und seitdem sind wir hier absolut sicher unterwegs. Mach mal ein D. Vielleicht. Okay, das haut noch nicht so ganz hin. Machen wir, glaube ich, ein E hier rein. Das E hält auf jeden Fall auch schon deutlich mehr aus, also von den Fs zumindest. Er kommt derzeit auch noch nicht an meine Fernkampf-Units ran. Ich muss ja auch erstmal Level checken, mal gucken, wie stark die 6 ist. Und weißt du was, wir farmen jetzt einfach. Wir toppen gar nicht erst auf. Wir farmen jetzt einfach. Jetzt will ich den Kampf aber irgendwie noch schaffen. Also mich ärgert das jetzt gerade. Wir machen hinten mal so eine kleine Backline, also so wie wir das hier eigentlich auch vorhatten. Wir werden hier mal tauschen. Und gucken einfach mal, was passiert. Locker bleiben, locker bleiben. Ja, das Game muss eigentlich durchkommen. Und ihr seht schon, wir machen gut Schaden. Und es hat was gebracht, die Mitte mit den Nullern voll zu füllen. Und jetzt wird es, glaube ich, deutlich easier. Jetzt haben wir 2 Gs zu tappen. Und da hinten, was ist das denn? Eine 4 in der 5 drin oder was? Was ist das für ein Scam? Oh Gott. Aber die Gs sind dead. Yo, also das war ja gerade richtig illegal. Hat er sich einfach ein G gezogen, der Gauner? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind bei 700 Millionen. Ich möchte die 1 Milliarde knacken. Deswegen werden wir jetzt einfach mal weitermachen. Ja, das wird jetzt eklig. Das wird absolut widerlich. Schön aufgeteilt hier den Damage. Na, das ist jetzt schlecht. Nein, so knapp verloren, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch mal höher kommen. Was kosten die Units jetzt? 50 Mio. Was ist, wenn wir Fernkampf pushen und auf 1/2 Milliarde runtergehen? 360 Millionen, wir gucken mal. Vielleicht bringt es was. Ich denke nicht. Definitiv nicht, nee. Einfach zu viel Damage gewesen. Einfach zu viel Damage gewesen. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal wieder im Hardstuck. Haben jetzt erstmal wieder Probleme. Wir sind gekommen bis Level 40. Also Level 40 wird jetzt hier langsam very interesting. Wir könnten natürlich auch eine... Ja, wir können ja mal gucken. Wir vergleichen einfach mal. Also ein F hat 1,4. Ich schätze mal, so ein G hat bestimmt 3000 Leben. Und so eine 6 macht schon 724 Damage. Aber wenn wir eine 7 hätten... Glaube ich, macht es schon 1,8 oder so um den Dreh. Das war's auf jeden Fall erst einmal mit einer Runde Monster Merch. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, das ist kostenlos, denkt dran und helft mir zu den 250.000. Ey, ich würde sagen, in dem Sinne, Kuss geht raus, Deno out.